weiß es gerade nicht. Wir nehmen es mal einfach so mit. Wir tauschen das einmal hier aus, das was da noch dran hängt. Schritte, die wir hier reingehen müssen. Ich hoffe mal, den Rest wird er mit anerkennen, dass es in Reichweite ist. So, kommt ja auch noch dieses verlorene Zeugs, was wir da aufgesammelt hatten aus der letzten Session. Dummerweise jetzt auch ein bisschen beschädigt durch unseren tollen Stunt gerade eben. Ja, was soll's. Ah, 2%. Wahrscheinlich nicht die beste Route, aber eigentlich irgendwie doch. Ja gut, wir hätten vorhin bei der Straße da an der Einbiegung, da hätten wir auch theoretisch geradeaus fahren können, aber ich habe auch nicht so viel Lust, mit dem Bike durch so ein Mule-Gebiet durchzucruisen, weil wenn die einen mit so einem Speer abwerfen, dann wären wir vom Bike runtergeschleudert und wenn das in der Nähe eines Berges geschieht, ist das auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Gorilla-Figur. Ob das wohl eine Anspielung an seinen Film ist? Was? Kong Skull Island oder Skull Kong Island? Ich hab's irgendwie immer noch nicht nachgeschuckt. Ja, das vor allen Dingen auch nachgeguckt, aber naja, mit heutigen Filmen habe ich es auch irgendwie nicht so. Something for you. A token of my appreciation. Take it. I insist. So, was ist das? Metalle mit hoher Dichte. Ah ja, okay. Das soll man nun auch wieder irgendwie mitschleppen. packen wir mal ans Bike dran. Immer noch bei einer Last. Von 119 Kilo. So, haben auch gar nicht unsere schicke Sonnenbrille wieder aufgesetzt. Der einzige Auftrag, aber da will ich. Wollen wir dahin nochmal wieder zurückfahren? Ja, okay. Machen wir mal mit dem Bot. Die Strecke ist ja eigentlich ganz gut. Will ich jetzt nicht unbedingt selber nochmal wieder hin zurückfahren. Na gut. So, ist hier noch was vom Filmregisseur auf unserem Bike? War ja nicht mehr drauf, nee. Das mal alles auf unseren Rücken laden. Alte Spielkonsole, ha. Sieht ja aus wie eine PlayStation 1 mit den Controllern von der Neo Geo CD-Konsole. Naja, was auch immer. So, fahren wir mal weiter. So, unser nächstes Ziel. Das ist jetzt da vorne. Müssen wir wieder hin zu der Straße. Oder vielmehr einmal.
Not City, dann da zum Verteilerzentrum müssen wir noch hin. Nee, das machen wir anders. Einmal so und einmal da. Und dann passt das, glaube ich, ein bisschen besser. Kurz hier wieder den Akku aufladen. Wenn die Belastung jetzt dann nicht mehr ganz so hoch ist, aber sie ist halt immer noch da. Und stranden möchte ich eigentlich mit dem Motorrad nicht. Sichere Lücke suchen, um den Berg hinaufzukommen. Ah, komm. Jawohl. Nee, nicht gut. So klappt das schon. Mit unserem Wheelie schaffen wir fast alles. So, da können wir noch gut hochfahren. Ah ja, wir sind gut unterwegs. Regen hört auf. Nur noch sicher hier runterkommen. Ja. ich glaube, ich habe gerade nichts gesagt, oder? Scheiße, Mann. Ja, das war jetzt nicht die stärkste Idee, aber was soll's. Werden wir jetzt mal einfach mit leben. Ups. Was ist denn heute los hier? So, angeforderte Fracht liefern. Dann ist ja gut. Trotz unserer Stürze da. Hat er nicht viel Schaden angerichtet.
Dann ist ja alles im Reinen, quasi. Ja, werden wir auch nicht das meiste für kassieren, aber es waren ja auch nur zwei Sachen, die wir jetzt hier abliefern müssen. Von daher ist es ja auch nicht schlimm. Well, take care of yourself. Gut, ja, das war echt nicht viel bei ihm. So, hier haben wir unseren nächsten Story-Auftrag. Da müssen wir an den Wegposten nördlich von Mountain North City hin. Okay, dann werden wir erstmal noch hier unser anderes Zeug loswerden. Vor allen Dingen das hier nach South North City. Da ist noch ein neuer Auftrag mit 360 Kilogramm. Das werden wir natürlich nicht so ohne weiteres stemmen können. Wir lassen das erstmal so, wie es ist. Auch wenn es weh tut, weil wir ja da noch unten da hinfahren. Aber im Moment haben wir einfach noch zu viel zum Schleppen. Nicht die Kapazitäten, das alles mitzunehmen. Vor allen Dingen, weil es hier natürlich auch schwer wird, durchzufahren. Mal eben kurz gucken, ob wir wahrscheinlich ein paar chirale Kristalle können wir entbehren für den Straßenbau hier. Oh, und sogar auch ein paar Metalle. Ja, machen wir doch auf jeden Fall. So, Kristalle werden wir ebenfalls ein paar. So, würde nur noch Keramik fehlen für den Bau der Straße hier. Jetzt natürlich eigentlich eine ganz große Hilfe. Vor allen Dingen da durch dieses Gebiet durch, aber wir nehmen es jetzt mal so in Angriff. Auch wenn es nicht die angenehmste Fahrt ist. So. Ich hoffe mal, diesmal schaffen wir es, ohne in eine Schlucht zu stürzen. Aber ich bin da mal einfach ganz guter Dinge. Ich glaube, wir fahren besser hier oben lang. Na, komm schon. Oh ja, das ist kein gutes Zeichen hier, dass ja einer schon sein Bike da drin geparkt hat. Aber wo er versagte, kommen wir auch nicht weiter. Scheiße. Ja, da müssen wir. Bringt ja nichts, müssen wir das ganze Zeug umladen. Stellen wir unser Bike mal einfach dazu. Vielleicht spornt das irgendjemand anders von euch an. Wann immer ihr das seht, an dieser Stelle weiterzufahren mit dem Bike. Und es dann natürlich auch zu beweisen, dass ihr es geschafft habt. So, das wäre jetzt mal eigentlich eine ganz coole Sache, wenn ihr irgendwo noch jemand anders zufällig sein Bike hat stehen lassen, mit dem wir dann hier weiterfahren können. Denn dadurch, dass wir jetzt natürlich eine ganze Menge zu schleppen haben,
werden wir nicht mehr ganz so schnell hier vorankommen können. Naja, in diesem Gebiet wird das wahrscheinlich eher nicht sein. Mit null chiraler Bandbreite. Gehe ich jetzt da mal nicht von aus, dass... Oh, ja, Vorsicht. Ja, alles gut. Kommen wir ja auch schön ungesehen durch. Ja, alle da auf der anderen Seite sind von der Schlucht. Aber das habe ich mir beim letzten Mal auch gedacht und dann standen sie mit ihren scheiß Wagen direkt vor unserer Nase. Alles gut. Wir haben es absolut im Griff. Vielleicht heißt er auch einfach Gabriel Baum. God damn it. Oh ja, ist noch ein ganzes Stück. Irgendwo so ein Fahrzeug in der Nähe. Wäre auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Gerade am Überlegen, ob wir uns den Rückweg nicht teleportieren lassen. Sonst eigentlich keine Sachen mehr für Aufträge dabei. Insofern da, ja, da werden wahrscheinlich noch ein paar neue sein, die wir annehmen können. Aber wir gucken gleich mal. Sind ja gleich schon da. Two wheels up. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Bergab. Zufällig ein Seil oder haben wir noch eins? Leider nicht. Nee, Moment. Da vorne können wir relativ ungefährlich da den Abhang runter. Na komm.